Wow. What a great sound. Was ist das für ein geiler Sound? Der Sound vom neuen Cayenne Coupé. Aber ganz ehrlich, so muss ein echter Porsche auch klingen. Das Coupé wirkt deutlich progressiver und athletischer als der Cayenne, obwohl der natürlich auch schon einiges kann. Auf der Basis der dritten Generation des Cayennes wurde das Coupé entwickelt. Es ist länger, flacher und am Heck knapp 2 Zentimeter breiter. Diese minimalen Veränderungen haben einen enormen Effekt. Das Coupé wirkt einfach dynamischer. Der will nach vorne, das spürt man richtig. Der sieht einfach verdammt schnell aus. Auf den ersten Blick ist klar, das ist ein richtiger Porsche. Die Linienführung, klassisch, traditionell und gleichzeitig progressiv. Die Dachlinie fällt nach hinten sehr schnell ab. Das schreit richtig nach Dynamik, nach Power, nach Geschwindigkeit. Dieser emotionale Auftritt positioniert das Coupé als das sportlichste Modell in diesem Segment. Unterstrichen wird dieser Effekt von dem feststehenden Dachspoiler. Er betont noch einmal die coupéhafte Silhouette. Die Dachkante ist um 2 Zentimeter niedriger als beim Cayenne. Dadurch ist der Winkel der A-Säule und somit der Frontscheibe flacher. Die hinteren Kotflügel und Türen sind breiter. Das Coupé wirkt so stämmiger, muskulöser. Für ein schickes Heck und ein ausgewogenes Handling haben die Ingenieure einen zusätzlichen Spoiler entwickelt. Das heißt, ab Tempo 90 fährt der adaptive Heckspoiler aus und sorgt für noch mehr Anpressdruck auf der Hinterachse. Exactly. Bei einem Porsche muss natürlich die Performance stimmen. Und hier hat das Cayenne Coupé einiges zu bieten. Zur Markteinführung sind 2 leistungsstarke Motorisierungen erhältlich. Ein 6-Zylinder-Turbomotor mit 3 Litern Hubraum, 340 PS und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern. Das Topmodell, das Turbo Coupé, hat einen 4-Liter V8 mit Biturbo-Aufladung. 550 PS, 770 Newtonmeter. In 3,9 Sekunden von 0 auf 100 und einem Topspeed von 286 km/h. Wahnsinn. Hier drinnen fühle ich mich direkt wohl. Diese Elemente aus Sichtcarbon, die sind halt einfach cool. Und diese Alcantara-Akzente machen es edel und besonders. Die Sitzposition ist sportlich perfekt. Ich kann hier wirklich alles einstellen und genau auf mich abstimmen. Das Cayenne Coupé bietet 4 Personen uneingeschränkt Platz. Hinten sitzen die Passagiere 3 cm tiefer als beim Cayenne. Das wirkt sich positiv auf die Kopffreiheit aus. Die Rückbank mit den 2 Einzelsitzen kann auch gegen eine Komfortsitzbank getauscht werden. Richtig stark finde ich auch das Panoramaglasdach. Das ist übrigens serienmäßig. 2,16 Quadratmeter groß mit integriertem Rollo. Optional ist aber auch noch ein Carbondach zu haben. Beim GT3 RS ist diese Art des Daches auch verbaut. Das sorgt dann für eine richtig typische Sportwagenoptik. Das Carbondach ist Teil von einem von 3 Leichtbausportpaketen. Genau wie ich es von Porsche kenne, sind alle Funktionen da, wo ich sie brauche. Ich bin direkt mit dem Fahrzeug verbunden und das Auto natürlich mit dem Internet. Top-Qualität, auf den Fahrer ausgerichtet und vom Fahrer her gedacht. Ein echter Sportwagen, ein SUV und ein exklusives Coupé. Alles in einem Auto. Für alle, die auf das Besondere stehen. Das war's von mir. Mehr zum neuen Cayenne Coupé auf newsroom.porsche.com.